Und den Hund! Woo. Oh no! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet! Zieh! Jetzt läuft gerade das Briefing und wir werden bald losgeschickt. Auf los geht's los, jetzt geht's doch auf einmal ganz schön schnell. Und jetzt kriegen wir dann gleich die Karte für die Orientierung und eben unser Band für die Zeitnahme. Also hier ist der Start. Du musst dann da drüben durch den Artstoff gehen und dann von Orientierungspunkt 1, 2, 3 und so weiter. Klar, machen wir. Wir sind immer auch dabei aus der Tschechei, gell? Ciao. Wir fahren jedes Mal mit, waren in Riva auch schon dabei. Und wir machen heute ein Podium wieder. So, Orientierungspunkt 1. Okay. Orientierungspunkt 1 haben wir einkassiert. Wenn man sich nicht so gut auskennt, ist es etwas schwieriger, aber umso witziger, finde ich. Und jetzt haben wir ein paar vor uns und machen uns auf den Weg zu Stage 1. Der ersten technischen Prüfung. Ich freue mich. Das ist schon immer sehr, sehr cool. Stage 1 liegt jetzt direkt vor uns und ja, hier sehen wir auf der Karte, was uns erwartet. Snowy Downhill. Da starten wir in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Nicht wundern, ich lege euch diesmal absichtlich keine Musik dahinter, sondern es ist ordentlich Action in den Stages. Ein bisschen geschnitten habe ich zum Teil, aber so bekommt ihr einen relativ guten und ehrlichen Eindruck, was wir heute erlebt haben und wie die Stages ausschauen. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch interessant, wenn ihr noch nicht dabei wart. Und falls ihr auch schon mal bei sowas mitgefahren seid, dann schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir freuen uns sehr. Woo! Wir sind auf dem Weg zum Orientierungspunkt 2. Petra ist vor mir. Biomäßig haben wir uns auch schon hier hochgequält. Da hat jemand geflucht. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und was haben wir gelernt? Gestreckte Arme. Weil uphill really, der Motor braucht Traktion. Genau. Orientierungspunkt 2 erreicht. Hui! Orientierungspunkt Nummer 3 mit kleinem Stunt. Juhui! Grüße! Wir sind die Fahrradfreunde aus Radstadt. Bosch E-Bike Challenge heute Sonntag. Super crazy! Schön orientieren, mal rauf, mal runter in den wunderschönen Wäldern. Ja, enjoy, super, oder? Enjoy! Wir sind in der nächsten Transferstrecke zu Stage 2. Gute Aussicht und schöner Uphill. Long tough Uphill. Das klingt jetzt schon schlimmer wie vorher. Und No Feed Zone. Diesmal haben wir es aber gecheckt. Also voraussichtlich wird es raufgehen, nicht runter. Mal schauen, was diesmal passiert. Am Gardasee war das nämlich querbeet. Und damit, ja, beten und treten und so. Diesmal ohne Fehler, aber dafür brauche ich jetzt ein Sauerstoffzelt. Frag mal bei Bosch nach. Richtig süß durch den Wald. Stefan Schlie hat noch gesagt, er geht gern Schwammer suchen mit dem Radl. Das sieht dann wahrscheinlich so aus. Leicht zittrig noch am Orientierungspunkt Nummer 4. 4. Do it. Schaut euch den Blick nach vorne an. Super cool, für uns geht es jetzt nach rechts. Und dann müsst ihr gleich mal wieder hochgehen. Punkt Nummer 5. Check. Das schaut mega cool aus. Dieser Weg und da hinten ist Skigebiet so drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Petra filmt auch gerade. Wir sind auf dem Weg zu Stage 3. Nico erzählt gerade irgendwas. Ich werde beim Schneiden dann finden, was es ist. Auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Auswahl zwischen Rot und Blau. Eine bisschen leichtere Strecke, die aber ein bisschen langsamer ist. Oder eine bisschen schnellere, bisschen schwerere und ja, ich mal sehen. Ich hätte vor, Rot zu nehmen, ich hoffe, ich schaff's dann auch. Wie so oft, jetzt haben wir einen Hundling drin.
Orientierungspunkt Nummer 7, aber den brauchen wir eigentlich noch nicht. Stage 3, wir haben sie doch noch gefunden. Ein Glück. Wir sind wieder zurück auf der Tour. Hier haben wir Stage 3 oder S3, das ist ein Downhill. Wir werden sehen, was auf uns zukommt. Petra ist jetzt vor mir. Beim letzten Mal war sie sogar schneller. So, Petra ist jetzt am Start. Fahrrad passt, Gang passt. Da kommt er angeschossen. Wow, 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 wuhu. Mal schauen, ob er diesmal schneller war wie ich. Ausschauen tut so, aber manchmal heißt es ja gar nicht so viel. Wir warten auf die Ergebnisse. Spaß gemacht? Ja. Bist du rot oder blau? Ja, rot, war super. Warte. Für uns geht es jetzt wieder rauf, ohne Zeitnahme. Allerdings, der Punkt 7 haben wir ja schon, aber wir müssen trotzdem noch mal dran vorbei, weil es geht ja noch weiter mit den Stages und natürlich mit den anderen Punkten. Schaut mal, wo wir gerade wieder sind. Aber das macht nichts, weil das gibt ja keine Strafpunkte. Solange wir in der Gesamtzeit ankommen, ist alles gut. Und das schaut im Moment noch recht entspannt aus. Wir sind jetzt beim Winterbauer und Nico hat sich schon ein Getränk erschnurrt oder uns, weil das gehört hier gar nicht dazu. Aber es gehört auf jeden Fall zum Flachau E-Bike Festival. Und von dem her läuft für uns, würde ich mal sagen. Punkt 6. Uhuhu. Jetzt haben wir dann alle. 7 haben wir ja schon. Läuft, dann brauchen wir noch 3. Was vorher vor lauter Suchen gar nicht aufgefallen ist, hier oben sieht es auch wieder richtig gut aus. Auf dem Weg zu Stage Nummer 4 suchen wir Orientierungspunkt Nummer 8. Und bisher habe ich noch nichts in Aussicht. Ich hoffe, wir sind nicht schon dran vorbei, weil uns ist jetzt auch schon ein ganzer Haufen Biker wieder entgegengekommen. Diesmal haben wir umsonst geschwitzt, also umsonst Angst gehabt. Denn hier ist er. Point Nummer 8. Yes, yes, yes. Hier ist jetzt wieder das Schildchen Stage 4 Uphill. Und No Feed Zone ist diesmal Buchstabe D. Ist ziemlich vor Schluss. Yeah. Oh. Komm, komm, komm! Zieh, 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 Petra! Super! Zieh, 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 zieh! Ich bin da hängen geblieben. Petra, erzähl, wie ist dir gegangen? Ja, also lief gut. Aber ich glaube, ich habe so viel Kraft gespart, weil ich ja schon wusste, hinten raus wird's hart. Ich habe mich nicht so schlau ausgehabt diesmal. Das kann ich mir fast in die Hose beißen, in den Arsch. Ich bin, Petra ist links gefahren von der No-Feed-Zone. Ja, das war gut. Und ich bin rechts gefahren. Ich habe unten zu wenig Gas gegeben. Ja, ich bin rechts gefahren, bin am Baum stehen geblieben. Und dann ist das Rad durchgegangen. Naja, das gehört dazu. Aber du hast es geschafft, top. Wir sind jetzt beim Sattelbauer mit den ganzen Fähnchen gut zu erkennen. Da gibt es nachher Jausen. Aber wir machen erstmal noch die Stage 5. Weil dann haben wir alle Stages geschafft und dann brauchen wir nur noch 2 Orientierungspunkte und hey, 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 da schauen sie uns zu. So, Stage 5 ist eine Uphill and Downhill Stage
Und ja, die könnte jetzt relativ hart werden, denke ich. Aber die letzte Stage, also müssen wir es nochmal genießen. Los! Yes! Alle No-Fiktion! Geschafft! Geschafft. Jetzt fehlen uns noch zwei Orientierungspunkte und jetzt gibt es erstmal eine Stärkung beim Sattelbauer. Und das sieht schon mal verdammt gut aus, auch wenn meins gerade immer weniger wird. Flossen weg, jetzt reicht's aber. Wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen, mehr Teilnehmer. Zuwachs. Und natürlich den Local Hero. Du hast doch überall Soße kleben, Schmatze, meine Güte. Wo bist du mitgefahren? Sag's nochmal. Nein, es ist peinlich, Elite Race. Aber leider als Amateur war ich ein bisschen fehl am Platz. Aber er war dabei. Dabei sein ist alles. Und ich wünschte, ich wäre nächstes Jahr dabei. Mal schauen, was noch so kommt. Oh, scheiße, da muss ich ja dann auch mitfahren. Oh, das Piep müssen wir ausschneiden. Punkt 9. Jetzt sind wir im letzten Part zu Orientierungspunkt Nummer 10 angekommen. Essen war Sushi, Raja am Tisch natürlich auch. Und ja, das hier ist auch noch so gut. Orientierungspunkt Nummer 10. Aber bleibt noch dran, weil eventuell hat ja einer von uns beiden einen Stockerlplatz erreicht. Und wir nehmen euch auch noch kurz mit ins Startzielgelände. Da ist sicher auch ein bisschen was geboten. So, da la. Juhu! So, die nächsten zwei haben die Zieleinfahrt gefunden. Herzliche Gratulation. Back at the finish line. Absolut verdient. Die Drittplatzierte. Herzliche Gratulation. Und so, und jetzt nochmal alle Trophäen in die Höhe. Lift them up in the sky. For one big picture. Und nochmal großen Abschlussapplaus für die drei Damen. Und den Hund. Zufrieden mit den Frauen.